Das hier mal zu. Komm, Rust, starte. Wann kümmerst du dich um unseren gemeinsamen Sohn? Ich muss los. Ich habe ein Kind von dir. Ey, also ohne Scheiß, ich habe die Nachricht gelesen mit dem Kind und ich habe so instant Angst bekommen, obwohl ich wusste, dass ich zu der Zeit keinen Sex hatte mit jemandem außerhalb meiner Beziehung. Da war ich ja noch in einer Beziehung. Und ich dachte, holy shit, habe ich irgendwas vergessen? Also, Sekunde, ich muss mich erstmal einloggen. Okay, Login startet. Fuck. Ich kann nicht mehr tippen, doch. Okay, das hat funktioniert. Papa, warum leugnest du mich? Mann, ey. Angenommen, ihr wärt meine Kinder, dann dürftet ihr gar nicht zusehen, weil ihr viel zu jung seid. Ab wie viele Jahre ist Twitch? Ab 13 oder so? Also, ihr könnt niemals 13 sein, weil ich hatte vor 13 Jahren hatte ich noch keinen Sex. Warte. Oh je. Was habe ich da gerade gesagt? So, schnell, lass mal Ingame gehen. Oh, ich muss den Sound mal umstellen. Hey, wo liege ich denn? Oh nein, ist wieder dunkel. Ich sehe. Warum muss ich mal nachts hier rein spawnen? Oh fuck. Ich mute mich mal. Ich sehe gar nicht. Da ist ein Fenster. Oh, geil. Ey, mein Haus steht noch. Geil. Es ist noch 8 Tage protected. Wir sind da mega safe. Okay, was nehmen wir mit? Wir wollen auf jeden Fall einmal Sachen schreddern. Und ich will nachsehen, ob unser Helikopter noch steht. Wir nehmen das hier mit. Den Anzug nehmen wir mit, das hier auch. Fernglas auch, warum nicht? Wer läuft denn hier? Was ist denn da los? Okay, wollen wir mal nachsehen gehen? Soll ich den Sprit mitnehmen? Oder wir nehmen das hier mal alles mit. Aber das ist doch schon wieder vorbei sein, bis ich ankomme, oder? Nehmen wir eine Taschenlampe mit. Holzhammer brauche ich nicht unbedingt. Ich wurde wieder nicht eingeladen. Ja, Chat. Das ist mein trauriges Leben. Immer wenn Party ist, bin ich nicht dabei. Die Knochen können wir einlagern, glaube ich. Jo, das geht. Ich muss was zu essen finden, sonst sterbe ich. Sie haben Langeweile. Sie möchten ihr Leben interessanter gestalten, mehr Pep reinbringen. Dann finden Sie genau bei uns die richtigen Spielzeuge dafür. Knalls, Waffen und Rüstung. Standort Z7. Okay. Rust Coast Customs. Wir machen alles außer Profit. Self-Service Autowerkstatt. Auch Z7. Mach's dir selbst. Tunen Sie Ihr Fahrzeug und belohnen Sie. Belohnen Sie wen? Frank Platinum ist back. Wir laden herzlich ein zur allerersten Late-Night-Show mit tollen Gästen und großartiger Musik. Wann? Freitag, 22 Uhr. Kommen Sie.
Was haben wir verpasst, Chat? Schild am Sonntag. Wir informieren Sie über das Wichtigste der vergangenen Woche. 7.2. Tyrannische Nachbarn. Räuber Schlotzenplotz und seine brutale Sippe. Okay. Ihr sucht nach der Wahrheit. Gut, wir werden sie euch zeigen. Wir wissen, wo sie sich verbirgt. Wir wissen, wo ihr die Antworten auf eure Fragen finden werdet. Und dann? Wie scrollt man denn? Wie scrollt man? Ah! Und wir werden auch aus der Dunkelheit ins Licht führen, okay? Nee, euch. Und ihr werdet erkennen, dass ihr auserwählt seid. Wenn ihr die Wahrheit in euer Herz lasst, in euer Leben, in eure Seele. Suche, vertraue, glaube. Ist es irgendwie so Wachturm oder so? Zeugen Jehovas? Die hosenlose Hoffnung. Skandalurteil im Mordfall Kuschinski, General freigesprochen, Militärmacht weiterhin ungebremst Ankläger. Ankläger landet stattdessen im Militärgefängnis. Es sind wieder freie Werbeplätze auf der Schild verfügbar. Melden Sie sich bei Jean-Jacques, heißt der so oder was? Okay, gut. So. Shit, ich sehe hier gar nichts. So, wir werden mal ein bisschen Sachen kaputt haben. Wasser ist schon mal gut, wir brauchen aber was zu essen, sonst verhungern wir. Gute Nacht, danke dir. Schlaf gut. So, ist mein Essen noch hier? Ey, Mann, ich baue hier jedes Mal was. Ich baue hier jedes Mal was anderes, immer weggeschnabuliert. Lass uns mal das hier hin tun. So, ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, unser Teammate ist nicht da. Lass uns mal schauen, ob der Helikopter da ist. Wenn der Judge und Oscar sich treffen, das wäre Gold wert, beste RP. Wir haben uns einmal ganz kurz getroffen. Und Oscar spielt ja, er spielt wieder Oscar, also Jay spielt wieder Oscar. Aber ich spiele ja nicht den, ich spiele ja nicht Antonio Palermo. Also wäre auf jeden Fall anderes RP als damals. Oscar spielt kaum mehr Rust. Ja, kann ich auch verstehen. Ich spiele Rust auch noch einfach so, just for fun. Ich will da nicht so hart reinkommitten, weil dann macht mir das, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß. Heute war Gerichtsverhandlung und der Judge war nicht da. Ja, aber ich bin ja nicht der, ich bin ja kein Richter. Escape Room X9. Oh, kann ich hier vielleicht ein bisschen was? Ich pflanze auch wieder an, ja? So, warte mal. Okay, so, dann nehmen wir die Samen hier wieder und pflanzen die. Warte mal, ich habe doch hier was gehört, oder? Das ist aber das Pferd, oder was ich gehört habe? Wo war unser Helikopter nochmal? Hier hinten, glaube ich, oder? Glaswolle schluck auf das Back. Nee, war nur einmal ganz kurz. Wo war unser Heli? War das nicht hier gebaut? Nee, vielleicht weiter hinten. Letzter Versuch, was mit Operation Kuckucksnest? Operation Kuckucksnest, die starten wir irgendwann spontan.
weil Dalu heute nicht kann, habe ich die heute nicht gemacht, weil Dalu hat heute ein Pen and Paper. Also Dalu hat ein Pen and Paper mit Annie the Duck und anderen Leuten. Und deswegen habe ich das heute nicht gemacht. Gekutschert hast du den doch. Nee, wir haben einen neuen gekauft. Und der wurde nicht gekutschert. Der wurde tatsächlich... Oh mein Gott, der ist zugebaut. Scheiße, ich habe keinen Pfeil und Bogen dabei, oder? Nein. Scheiße. Boah, ich versuche mal, meinen Pfeil und Bogen zu holen. Wo du auch nicht eingeladen wurdest. Richtig. Ich wurde zum Pen and Paper auch nicht eingeladen. Spielst du auch Pen and Paper? Nein. Welcher Heli? Ja, mein Heli. Ich habe einen Heli gekauft. Also unser Heli. Der Heli gehört... dem Piraten Keklak und mir. Den ersten habe ich 90% finanziert, den er 10%, den zweiten hat er 100% finanziert. Den habe ich noch gut gelandet. Lohnt sich für das Vierer-Miet? Naja, ich will trotzdem eh meinen Bogen holen. Und wir können schon mal, ja, wir können schon mal ein paar Sachen in den Schmelzer reintun. Welche Rolle spielt der Judgmental hier in der Season 2, Matteo? Ich bin Leiter der internen Ermittlungen gegen die Polizei. Warte mal, was ist denn hier los? Mon Dieu, Jean von Schild ist kein echter Franzose. Ist das Graffiti? Selbsternannt? Jede Rolle auf dem Server ist selbsternannt. Wir haben auf dem Discord, konnte jeder sagen, was er für eine Rolle spielen will auf dem neuen Server. Und ich war der Einzige, der sich für die Interne gemeldet hat. Und deswegen bin ich es jetzt. So, wir nehmen das hier mal raus. So, hier sind Pfeil und Bogen. Das nehmen wir mit. 16 Pfeile. Ah, das ist die Schild am Sonntag. Ich verstehe. Danke euch. Mir fehlt Wood dafür. Wir nehmen mal ein bisschen Holz mit. Vielleicht die Hälfte von der Hälfte. Das sollte reichen. Ich mach nochmal ein paar Pfeile. Ah ne, ich wollte ja das Zeug, was ich schon habe, in den Schmelzer tun. Irgendwie hängt meine Maus hier dauernd. Hast du kein Interesse daran, an deinem Haus zu bauen? Ne, mein Haus soll nur so rudimentärer Stützpunkt sein. Ich will da nicht viel Zeit reinstecken. Vor allem, weil die Baubehörde das auch reglementiert hat. Einzelne Häuser dürfen nicht größer als 3x3 sein. Nur noch so öffentliche Gebäude dürfen größer sein. Nimm Wasser mit. Wir haben Wasser hier. Oder was meinst du damit? Okay, das nehmen wir hier auch mit. Sag das mal Kalle. Okay. Danke. 3x3, was mit dem Stall? Ah, ich weiß nicht ganz genau, wie es geregelt ist. Ich glaube, es gibt so Sonderbestimmungen. Ich glaube, der Stall, der ist ja... Mein Stall ist 2x2, aber ob der zu dem Gebäude dazugehört? Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Wo ist denn dieses... Ach, scheiße, ich hab's weggeworfen. Mann!
Ich werde mir die Schilder hier mit reinreißen. Gerade ist eingeschaltet, was ist eigentlich aus Trimworld geworden? Haben wir einen Befehl? Nee, ne? Also Trimworld geht offiziell nach Rust Season 2 weiter, und zwar regelmäßig. Solange Rust Season 2 läuft, wird der Trimworld Run pausiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange diese Season hier noch geht. Aber wenn die fertig ist, geht es wieder weiter. Ich denke mal, ein, zwei Wochen wird die Season hier noch laufen. Schätze ich jetzt mal einfach. Bin mir nicht ganz sicher. Ob mein Pferd noch lebt, kann man es gleich mal ansehen. Bis zum Wipe, genau das, ja. Hast du die Konsole gelöscht? Ja, habe ich gelöscht. Was ist eigentlich dieses Trimworld? Also kennst du das Spiel Rimworld? Sagt dir das was? Rimworld ist so ein Aufbaustrategie-Echtzeit-Survival-Simulator-Spiel. Also ein Singleplayer-Game. Und da spiele ich auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad einen Run und versuche den schon seit 2 Jahren oder so zu beenden. Ich habe es noch nie durchgespielt, dieses Spiel. Und immer wenn ich sterbe, muss ich mir einen Topfschnitt schneiden. Das war der ursprüngliche Grund, warum ich so eine Scheißfrisur habe. Und die Serie lief seit einem Jahr plus jeden Sonntag ab 21 Uhr. Und die habe ich jetzt wegen Rust pausiert. Und deswegen fragen Leute sonntags immer so viel nach Rimworld. Okay, rest in peace. Danke für die Erklärung. Ja, gerne. Nee, nicht jeden einmal im Monat war Yellow plus andere Events. Ja, das stimmt. Es wurde immer unterbrochen durch andere Events mal, das stimmt. Für Corona hat auch jeder eine Scheißfrisur. Ja, das stimmt. Aber ich hatte meine Scheißfrisur schon vor Corona. Oh geil, die beiden Felsen nehmen wir uns mit. Hup. Wurde es nicht beim Helikopter holen zurückgelassen? Neu, Punkt, 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 Shot. Ah, warte mal. Stimmt, hatten wir das nicht zurückgelassen? Oder habe ich das nochmal geholt? Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Wir haben wirklich das Pferd dagelassen zum Sterben, oder? Oder hatte ich es noch geholt? Ich weiß es nicht mehr. Was ist so als letztes passiert bei dir in Rust? Das war, als wir den Helikopter geholt haben. Also wir haben mit dem Staatsanwalt und mit dem Richter gesprochen, dass wir Operation Kuckucksnest verschieben müssen, weil Dalu nicht da war. Also auf unbestimmte Zeit. Dann habe ich erfahren vom Staatsanwalt, dass es schon andere Korruptionsfälle mit dem mit der Polizei gab. Und das heißt, dass unsere Ermittlungen wahrscheinlich wichtiger sind als gedacht. Und dann habe ich mir Geld geben lassen von Keklak, um einen Helikopter zu holen, damit wir die Jump-Rätsel farmen können und überhaupt mobil sind. Okay, reicht ein Headshot bei dem Hirsch? Weiß das jemand? Nee, ne? Ich habe einen Heli gekutschert und den zweiten Heli habe ich erfolgreich. Scheiße. Hup. Ja, glaube nicht. Nein. Das heißt, wir müssen es anschießen und dann weiter jagen, oder? War das ein Hit? Das sah nicht aus wie ein Hit, aber hörte sich an wie ein Hit. Ja, klang wie ein Hit, aber ich hab. Das sah nicht so. Oh, also es sah für mich aus, als wenn ich viel zu weit nach vorne geschossen habe. Nach dem zweiten Heli hast du das Pferd zurückgelassen. Ah, danke dir, ja. Ich glaube, das war so.
Woher merkt man, dass man, dass das Tier einen bemerkt? Okay. Scheiße. Ich habe echt ein Aim wie. Wenn es wegläuft, ist zu nah. Okay, danke. Wieso zweiter Heli? Weil ich den ersten gegen eine Klippe gesetzt habe. Nice. Das war ein Headshot, glaube ich. So, haben wir. Ja, wo haben wir? Hast du den Heli vom General eigentlich wiedergefunden? Nee. Das war ja in der Apokalypse. Da wurde nichts wiedergefunden. Der war komplett lost. Shit, was werfe ich jetzt hier weg? Oh nee, das ist ein Semi-Automatic Body. Den will ich haben. Dann kann man Waffen bauen, theoretisch. Warum das hier gekutschert heißt und nicht gemateot, ist unklar. Ich glaube, weil Kutscher 200 Helikopter zerstört hat in seiner Rust-Laufbahn. Spielt ihr Rust über Steam oder gibt es da Alternativen? Wir spielen Rust über Steam. Kutscher hat damit angefangen, ja, glaube ich auch. Kutscher war Vorreiter im Kutschern, deswegen heißt es so. Interessant, er spricht General so aus. General oder General, ich weiß es nicht. Richtig cool, dass Matteo noch mit Pfeil und Bogen rumrennt und nicht mit Raketenwerfer und AK wie alle anderen. Ja, ich bin noch ein bisschen Steinzeit, weil ich spiele ja nicht so oft. Ich glaube, ich habe jetzt in der neuen Season insgesamt viermal gespielt. Ich glaube viermal, ja. So, ist es Türschloss? Alter, wir sind so Hacker. Okay, jetzt mal ganz realistisch gesehen. Meint ihr, ich kann den benutzen, um damit farmen zu gehen? Wir kriegen ihn doch hier gar nicht raus, oder? Hast du gerade den Code geleakt? Ja, aber für wen denn? Ist auch egal, ob du den Code wisst. Den haben wir sogar besprochen, den Code. Kannst fahren? Nein. Du wirst nicht wieder reinkommen. Stimmt, ich werde echt nicht wieder reinkommen. Kann ich hier dran bauen? Warte mal, ist hier ein... Oh, ich krieg den nicht mehr rein. Benutzen ja, fliegen nein. Mach das Twig kaputt und bau neu. Wette, Dach abreißen. Stimmt, ich kann das Dach abreißen. Das ist mega instabil. Darf ich es aber wieder hinbauen? Ich glaube, ich habe keine Baurechte hier. Nee, ich habe keine Baurechte. Ich könnte es nicht wieder hinbauen. Dann müsste ich es woanders neu aufbauen, damit wir den Heli benutzen können. Man kann mit Shift fahren. Kannst du nicht schubsen? War mit SDRG raus. Also wir können rausfahren, das ist keine Frage. Aber kriege ich das dann wieder hier rein, Chat? Ihr kennt mich. Ich krieg das Ding doch nicht wieder hier rein, oder? Ja, den kriegen wir nicht raus. Und ich kriege ihn auch nicht mehr rein.
Doch. Okay, na gut, wenigstens wieder geparkt. Okay, dann... Scheiße. Wie wäre es mit einem eigenen Heli und einem eigenen Hangar hinterm Haus? Rolltor wäre besser als Tür. Ja, was Breiteres wäre geiler, stimmt. Scheiße. Aber da müsste ich müsste so viel farmen dafür. Das ist so ein Pferdestall. Wir könnten vielleicht auch dem Pferdestall einen Hangar bauen, wo wir immer das Dach abreißen, oder? War es schon bei Trill gewesen? Nee, noch nicht. Aber ihr dürft mir das auch nicht sagen. Ihr dürft mir nicht sagen, wo Trill wohnt und was er macht. Das wäre Meta. Also bitte nicht spoilern. Können wir hier oben nach Steinen gucken. Wollte Matteo nicht offline farmen? Nee, in der Season nicht. In der ersten Season habe ich das öfter mal gemacht. Aber in der Season, ich spiele Rust einfach nur noch aus Spaß. Also nicht mehr Hardcore grinden und sowas. Also wirklich nur nebenbei. Das hat für mich keine hohe Priorität. Na gut, also unser Pferd ist weg. Wir könnten zu Rust Coast Customs gehen. Wieso nicht ein Dach-Helipad-Mäntel? Also, so wie ich das verstanden habe, damit der Helikopter nicht kaputt geht oder despawnt, muss ein Dach über dem gebaut sein. Wir könnten natürlich auf unserem Dach ein Helipad draufbauen. Das fände ich eigentlich eine ganz geile Idee. Wäre auch ein cooles Projekt. Aber da müssen wir halt immer wieder ein Dach drüber setzen und darauf landen wird schwierig, ne? Hört sich immer so an, als wenn du selber schon gar keine Lust mehr hättest, Kappa. Das Kappa kannst du eigentlich weglassen. Ich spiele es echt nur, wenn ich Bock drauf habe und ich zwinge mich nicht dazu. Ich glaube es aber bei vielen so. Also, ich will Rust nicht zocken, wenn ich nicht Spaß dran habe. Und so mal ein bisschen so reingehen und looten finde ich ganz nice. Aber jeden Tag irgendwie mehrere Stunden und sowas, da bin ich nicht dabei. So, wir können das hier auch rauspacken, das Wasser hier. Das Fleisch könnten wir auch braten. Oh, ich hatte es die ganze Zeit an, scheiße. Für einen Meisterpiloten wie dich ist doch, wie dir ist es doch kein Problem. Ja, also du baitest mich hier gerade in den Kutscher rein. Ich sehe das schon, aber ich bin versucht, den Kutscher zu probieren. Scheiße. Schwer zu sagen. Ich spiele Videospiele, um Spaß zu haben. Verrückt. Ja. Ein paar Streamer machen das tatsächlich nicht so. Also wir machen das hier auch raus. Das könnten wir einschmelzen, das hier. Was ist dieses Spaß? Ein großer Anteil von Rust ist PvP und Raids, was auf dem Server leider wegfällt. Genau, also auf dem Server, also was heißt leider? Auf normales Rust ist natürlich viel mehr PvP und Raids. Dieser Server wurde aber extra dafür angelegt, dass da Soft-RP und sowas im Vordergrund steht. Ich muss aber sagen, Season 1 hat mir richtig Spaß gemacht, immer so um das Airfield, um die Drops zu kämpfen mit anderen Leuten. Das war, fand ich schon ziemlich geil. Es gibt halt keine vordefinierten Ziele, also kann man nicht einfach drauf loszocken. Genau, man muss sich selber Ziele suchen. Also genauso wie man sich selber aussuchen muss, was sein Job ist und sowas. RP Rust hat mich erst gecatcht. Glaube ich auch. Also viele Leute gucken Rust wegen dem RP-Anteil. Also zumindest auf diesem Server. Gibt es kein Airfield mehr? Doch, das Airfield gibt's noch. Ich kann euch mal zeigen, wo das ist. Wenn das hier durchgebraten ist. PvP-Zone ist groß. PvP kann man gerne auch hier spielen. Oder bin ich falsch? Ja, geht theoretisch auch.
Ich zeig's euch mal ganz kurz. Das ist ja die Map, ne? Und das hier ist so ein bisschen das Wohngebiet, also hier oben alles, die Straße entlang und hier alles. Und die PvP-Zone ist das Ganze hier eigentlich. Hier ist so ein riesiger Kasten. PvP, da ist auch das Banditenlager drin. Und das Liebe. Airfield. Das ist eigentlich auch in der PvP-Zone. Allerdings ist dieses Airfield diesmal viel schwerer zugänglich. Deswegen sind da nicht so viele Leute. Und es wird wahrscheinlich noch gefarmt von Spielern, aber die haben dann wenig Konkurrenz. Oh, wer fliegt hier? Oh, guck mal, das ist so ein Mini-Heli. Machen wir das Feuer wieder aus. Böser Heli. War das gerade Julie? Was wir machen könnten ist, wir farmen in die Richtung und gucken uns mal an, was so los ist auf dem Server. Wusstest du, dass Kutschers Song im Fernsehen beim Super Bowl gespielt wurde? Nein. Ich kenne Kutschers Song noch nicht mal. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Also beim Super Bowl in Amerika wurde Kutschers Song gespielt. Willst du noch versuchen, die Hide-and-Seek-Idee umzusetzen? Nee, glaub nicht. Wollte ich auf dem alten Server machen, aber ich glaube, da finden sich nicht genug. Nein, in der RAN-Vorberichterstattung. Ah, okay, das ergibt schon mehr Sinn. Die Spandauer haben ja einen guten Draht zu RAN. Da sind auch ein paar Leute dabei. Ich glaube, da sind ja ein paar Leute auch, die moderieren da, oder? Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber warum denn selbst bei ProSieben, no joke? Ja, wie gesagt, die haben da einen guten Draht zueinander. Ich glaube, die produzieren das sogar teilweise. Ich finde es schon, das ist mega geil. Aber ich habe da leider keinen Plan von, was war das? Hallo? Hallo. Morgen. Hey, was macht ihr hier? Geschlafen? Morgen. Habt ihr hier geschlafen? Ja, sie hat einen Power-Nap gemacht. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Okay. Ich habe nur kurz aufgepasst, dass das nicht irgendein Langfinger Sachen klaut oder so. Na klar, alles klar. Jo. Mach's gut. Mhm. Tschüssi. Ciao. Matteo steckt gar nicht genug Zeit rein, um bei irgendwelchen dicken Plots oder Aktionen zu machen. Mehr als rumlaufen, farmen und ein bisschen Smalltalk wird er leider nicht bei rumkommen. Ja, genau, das stimmt. Also um jetzt so richtig in so eine Plotline, bei so einer Plotline mitwirken zu können, müsste ich viel mehr Rust spielen und das will ich gar nicht. Da müsste ich irgendwie jeden Tag dann so 3-4 Stunden spielen und ich glaube, da hätten die Zuschauer auch nicht so Bock drauf, wenn es so mega viel Rust geben würde. Das war ja in der ersten Season so, da gab es auf Bonjour mega viel Rust, weil Niklas gespielt hat, ich gespielt habe, Leon auch und teilweise sogar Jens. Aber wir haben gesehen, dass da das Interesse nicht so groß ist. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele nur noch Rust, wenn ich hier Lust drauf habe. Oh fuck, so ein Paddel. Habe ich es eingesammelt? Ja. Du bist am geilen Schlotzenbild vorbeigerannt. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Warte, ich guck mal. Das ist das geile Schlotzenbild, das Ding. Alter, what? Das ist ja mega geil. Wer hat das gemalt? Das Bild ist super heftig. Das sieht aus wie von dem einen Comiczeichner, oder? Ach hier, Shakes! Das ist er doch. Krass. Howdy, Partners. Howdy, Partner. Howdy, there, Judge. Ja, das ist das mega krasse Bild hier. Der Chagas. Hä, was? Was ist das denn? Abend. Was sind Sie denn? Die habe ich ja noch gar nicht hier gesehen. Ich bin Tourist.
Was? Mir wurde gesagt, hier gibt es seltene Kunst und nicht. Also es ist eine der Sehenswürdigkeiten. Habe ich mir angesehen. Sieht sehr schön aus. Haben Sie das gezeichnet? Also so, ja, da war ich, ne? Das war lustig, sag ich Ihnen. Da war. War der Geheimauftrag von der Polizei, habe ich die Körper ausgetauscht von den beiden Figuren da in der Mitte und da haben die Schlotzens das nicht gut gefunden, haben nämlich gejagt. Mir auf die Glocke gegeben, ne? Und jetzt, dann habe ich aber deren Hubschrauber entführt und dann habe ich den kaputt gemacht und dann wollten die das Geld wieder haben und habe ich das jetzt schön gemacht und dann haben die das jetzt verrechnet und jetzt sind wir alle quitt und jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wo ist denn jetzt der ganze Adrenalin auf einmal hin? So war das. So, guten Tag. Was? Und was kostet so eine Auftragsarbeit bei Ihnen? Das sind Sie aber heute nicht der Erste, der fragt. Ich wollte heute Nacht meine Preispolitik überschlagen. Warte, wie war das bei den anderen? Zwischen 1000 und 2000 Scrap. So, und jetzt sind Sie dran. Das liegt aber gar nicht in meiner Preisrange. Da müsste ich nochmal mit der Bank sprechen, ob die mir einen Kredit vielleicht geben. Ja, ne, Sie müssen das auch sehen. Ich stehe hier 2 Stunden und bin da an Ackern dran, ne? Ja, klar. Spaß, wenn ich auf Fächer einklopfe. Ne? Kann ich verstehen. Ja, also tolles Bild. Ich mache mich mal weiter und vielleicht, wenn ich mal irgendwann an Geld komme durch eine Erbschaft oder so, dann melde ich mich nochmal bei Ihnen. Das können Sie machen, ne? Aber ich will Sie jetzt nicht beunruhigen, aber Sie haben da eine Spitzhacke im Gesicht. Das sieht ungesund aus. Da unten die Straße runter ist ein Arzt, ne? Doc Shaggy, ne? Die kann Ihnen das bestimmt operativ entfernen. Oh, jetzt muss ich sagen, merke ich es auch. Ich schau mal beim Arzt vorbei, dankeschön. Ja, ach gut, ne? Tschüss. Ich hatte eine Spitzhacke im Gesicht? Wo denn? Oh. In der anderen Version waren Toch und Dalo getauscht. Ah. Was in der Hand? Na, ich glaube, bei ihm sah es so aus, als wenn ich die irgendwo in mir drinstecken hätte. Kann das sein? Ja, neue Studio, das habe ich verpasst. Wir haben unser Studio neu gemacht. Das sieht man jetzt irgendwie nicht so ganz. Hier, das ist so ein kleiner Ausschnitt. Nee, der Bogen auf dem Rücken sah so aus. Ach so! Medizin und Verbände, okay, cool. Kanzlei Nisa. Ach krass, Sina ist auch Anwältin. Also wie im Real Life. Gibt es den Ausschnitt auch in groß? Das Studio meine ich. Wartet mal ganz kurz. Ich könnte es euch mal zeigen. Okay. Upp. Danke für die famose Unterhaltung, Bonjo. Cool. Hallo. Pirat Kecklack ist da. So sieht das Ganze aus. Fuck, war heute der Dalu-Catch? Nee. Keine Sorge. Dalu war nicht da. Wollen wir mit dem Heli Jump Spots farmen? Digi, was soll schief gehen? Geil, ich komme zu dir. So. Okay, das heißt, wir gehen zu Kecklack und versuchen den Heli zu benutzen. Warum regnet es eigentlich die ganze Zeit? Das ist wie ein Tarkov, es nervt voll. Warum sprichst du beim Tippen wie ein Roboter? Weil mein Gehirn nur sehr langsam schreiben und lesen kann. Wäre cool, wenn Matteo mal das Haus vom Piraten machen soll. Meint ihr das Rätsel? Wo ist er denn überhaupt?
Da ist Keklak. Wir laufen direkt auf ihn zu, nice. hat bei euch dauerhaft jeder seinen eigenen Streamplatz? Also die Mainstreamer, also Niklas, Leon und ich, wir haben alle unsere festen Streamplätze. Also hier die 1, Niklas 2 und Leon die 3. Und der vierte Platz, der ist offen für jeden, der streamen will bei uns. Also sei es Andi, Jens, Maurice, wer auch immer Lust darauf hat. Da ist ja schon ein bisschen fest. Also meinen Streamplatz benutze nur ich zum Beispiel und so weiter. Theo ist also Mainstreamer, ja, könnte man so sehen. Hallo. Ja. Hey, was geht ab? So, ich habe schon. Ja, los. Ja, ich habe schon versucht, an den Heli zu kommen, aber das geht nicht so einfach. Aber können wir uns gleich mal ansehen. Und hast du eine grüne Keycard, mit der wir vielleicht an die Raffinerie rankommen? Oder hast du schon eine Raffinerie? Ich habe die Keycard, nee, ich habe keine Raffinerie. Okay. Weil dann könnten wir versuchen, vielleicht ein bisschen Treibstoff herzustellen für den Helikopter, weil der frisst ja schon ein bisschen was. Hast du so Dings dabei? Also Öl? Müsste ich zu Hause nochmal holen. Außer ich habe dir mein ganzes gegeben. Nee, habe ich nicht, oder? Ich habe dir, glaube ich, Metallsplitter nur gegeben, oder? Ich kann mich nicht. Ich gehe nochmal zurück zu meiner Hütte. Dann hole ich das Öl. Okay, alles klar. Kackleck streamt nicht. Ich weiß es nicht. Wenn wir das Ding hier rausbekommen würden, wäre natürlich schon geil, ne? Genau, das ist Marius von TechTV, also R3Z. Kackleck. Keklack. Mann, ich sag's immer wieder falsch, sorry. Ah, ihr wisst ja, was ich meine. So, wir haben hier noch, wie viel Sprit drin? 783. Also ich sollte, glaube ich, so wenig wie möglich mitnehmen zu unseren Farmflügen. TechTV in Krefeld, genau, TechTV in Krefeld, ja. Du wirst es 100% zu ihm sagen. Nee, ich werde einfach seinen Namen nicht sagen. Kennt ihr das, wenn ihr von einer Person, die ihr kennenlernt, den Namen nicht aussprechen könnt, dann einfach so den nie sagt, einfach immer dodgt oder ihr wisst nicht genau, wie die Person heißt und es dann immer so umschifft, so mache ich es auch, wird easy. Besser vorher nochmal nach Hause, um Sachen wegzubringen. Ja, genau, sollten wir auf jeden Fall machen. Spielt's eh nur mit Standard-Hotkeys. Bin ich auch. So, yo, ich habe das Ding versucht rauszufahren, aber die Eingangstür ist zu klein. Also, oder das Dach. Ja, das Dach könnte man auch wegmachen, ja. Okay, ich helfe mal mit. Ja, ich habe neulich eine Spritze gemacht, da habe ich das Dach weggemacht. Ja, ja. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass es überhaupt gar nicht. Ah, und du hast das Ding hier wieder drin gelandet, oder was? Ja. What? Okay, krass. Das war aber mehr Glück als Verstand. Willst du eigentlich noch den Escape Room machen? Deinen? Ich würde ihn mal ausprobieren, wenn du willst. Ist er fertig, oder was? Ja, können wir gerne machen. Der ist fertig und also eigentlich machen das immer drei Leute, aber du bist so smart, ich glaube, du kriegst das auch alleine hin. Okay. Ja, wir können das auch jetzt machen und dann danach so einen kleinen Farmflug machen. Ja, gerne. Okay, brauche ich dafür... Also ich bin ja da für Tipps und ansonsten... Ja, brauche ich dafür irgendwie krasses Wissen? Also so, was alles möglich ist? Also Grundschulmathematik ist gut. Okay. So ein bisschen Form erkennen und ich will auch nicht zu viel verraten. Aber okay. Okay, let's go. Okay. Sobald du... Warte. Ich zähle dich rein. Ich muss erst noch ein paar Sachen anmachen. Hier. Okay. Oh, scheiße, das geht auf Zeit. Fuck, ich bin auf Zeit nie gut. Ja, der Rekord liegt bei 7 Minuten 30, aber... Zu dritt. Waren immer drei Teams. Und was ist die Maximalzeit? Also gibt es irgendwie eine Zeit, wo man stirbt dann oder so? Nee.
noch nicht. Okay. Okay, ist der Timer jetzt an? Nee, okay. Also auf Null ist er. Ja, perfekt. Okay, dann, sobald ich dich runterzähle, darfst du loslegen. Warte mal, mein Ziel ist es, hier rauszukommen, oder was? Ziel ist es, den Timer zu stoppen. Das siehst du dann, also du merkst, wo das Ziel ist. Okay, das wird jetzt aber unangenehm. Okay, alles klar, let's go, ich bin ready. Okay. 3, 2, 1 und los geht's. Okay, alles klar. Also hier ist ein Auge. Ich mach den an. So, ich habe mich verbrannt. Ich brenne. 1, 2, 3. Oha, hier geht's. Ach du Scheiße! Was ist das hier? Okay, das ist vielleicht das Tor, was... Ah, 165. 165. Oh, nee, jetzt sagt man nicht mal... Oh, mal 128. Oh. 32. Oh, muss ich jetzt rechnen, oder was? Was ist 1 plus 28? 29. 29 plus 64. Nee, das kann nicht sein. Okay, ich muss 165 rausbekommen. Also hier sind 128. 128, das ist zu viel. Das machen wir wieder an. 32, mach das mal aus. Mach das hier an. So, 1 plus 2 sind 3. Sind 7, sind 15. 15 plus 16 sind 31. Plus 32 sind 63. 63 plus 64 sind zu wenig. Warum geht das Ding aus? Ist das die Summe? Ach, das ist die Summe! Nee, ist nicht die Summe. Hä, was ist denn das? Du musst einfach das Toggle. Du musst den Schalter zweimal drücken quasi, dass das an- und ausgeht. Ich muss den Schalter zweimal drücken, dass es an- und ausgeht. Was meinst du? Also... Ich will jetzt auch nicht so viele Tipps geben, aber... Nee, gib mal keine Tipps. Probier mal weiter. Ja, ich probier mal weiter. Also... Okay, 128. Ist es hier die Summe von denen, die ich angemacht habe? 32. Okay, ich mach den mal... Scheiße. 64 plus 32 sind 96. 96 plus 4 sind 100. 100 plus sind 116... Plus 8 sind 124, plus 2 sind 126, 125. Da fehlen noch 30. Also ich brauche den hier. Ich brauche den hier safe. So, 128 plus 64 ist zu viel. Das heißt, wir machen den hier aus. So, jetzt ist er aus. So, 128 plus 32 sind 160. Das ist schon mal gut. Wir brauchen noch 5 dazu. Also einfach die 4 und die 1. Easy. Gelöst. Hackerman. Das ist Record Pace. Record Pace, ja, 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 ja. So, dann 16. What the fuck? Das kann ich. Ich muss jetzt 16 einstellen bei den Dingern. Ah! Okay. Also, ich muss hier. Selbst zu trappen hat noch keiner geschafft. Okay. Warte. Aber ich kann auch hier gar nichts einstellen. Ja, vielleicht ist die 16 ja für was anderes später gut. Ah, okay, alles klar. So, die 16 ist also meine erste Lösung. So, okay, ich bin erst seit 4 Minuten drin, hab's ja gleich. So, die Tür hier geht auf. Vor 20. Ah, okay. Ach du heilige Scheiße. Also, welche Zahlen sind hier drin? Eine 4 und so ein... Warte mal. Nee. Da, 80.
80 ist drin. Was noch? 80 ist drin. Wer hat denn oben so einen Haken? Keiner, oder? Hä? Da, 7. 80, 7. 80, 7. 5000. 5000. 87. Da fehlt noch die 100er Zahl. Das da. Die 100er Zahl. Es muss 4000 sein. Also 5487. 5487. Wo gebe ich das jetzt ein? 5487. Ich bin ein Hacker! So, was hier drin? Eine Nachricht. Es geht voran. 9. Okay, 9. Da ist eine 9 drin. Okay, ich merke mir die 9. Fuck! So, dann gehen wir in den dritten Raum. So, warte mal. Also hier war die 16 drin. Hier war die 9 drin. So, was ist jetzt hier? 1, 2, 3 mit den Farben. 3 ist grün, 2 ist orange, 1 ist pink. Oh mein Gott. Also wie kriege ich dieses Tor hier auf? Oh, hier oben sind auch nochmal Farben. 31 ist rot. Ah, ist das additive Farbmischung? Safe, oder? Also, rot und blau gibt das da. Also, 31 und 18 gibt 1. Rot und gelb, also 31 und 11, gibt 2. Und die 3, also ich muss 3 Felder anmachen. Also, das erste Feld ist 31 und 18. 31 plus 18 sind 41, 49. Ich muss 49 anmachen. Wo ist die 49 hier? Der Moment, wenn man feststellt, die Zahlen sind alle viel zu hoch für Additiv. Multiplikation. 31 mal 18 ist 30 mal 10. Ich warte dann draußen. Okay, tschüss. 30 mal 10 sind 300. 1 mal 18 sind 18, also sind das... Nee, das ist doch zu... Als ob der uns hier multiplizieren lässt. Das ist viel zu krass. Oder wann mal? 3000 irgendwas. Hier gibt es nur eine Zahl mit 3000 irgendwas. Ich muss nicht alles ausrechnen. So, es gibt nur eine Zahl, die in Frage kommt, die da. So, das zweite ist. Zweite ist. Orange. Was? Orange. Was? Orange. Orange ist rot und gelb. Also 31 mal 11. Scheiße, es sind mehrere Zahlen, die in Frage kommen. Scheiße, es war nicht die erste, oder? Aber dann ist es die zweite. Was ist dann die erste? Guck mal, es ist wie 31 mal 20, nur ein bisschen weniger. 31 mal 20 sind fast 6000, also sind 5000 irgendwas. Die erste Zahl ist 5000 irgendwas. 5000. Geh mal raus hier! Du machst mich, ich bin nervös! Geh mal raus jetzt! So, 5000 irgendwas. Die erste ist 500. Ah, nee, ist 500! Ist 500! Ist safe 500. Ich bin nicht so gut in Mathe. So, 500 ist die erste. Okay, erste haben wir, erste haben wir. Warte mal, ist die einzige 500er Zahl hier? 500. Keine Panik, alles cool. So, jetzt 31 mal 11 sind 330 irgendwie so. 341 könnte sein. 341 könnte gut sein. Ist es. Safe Call. Boom. Und die dritte ist grün, das ist blau und gelb. 18 mal 11. 18 mal 11 ist sowas wie 20 mal 10, also 200 irgendwas. 200? Um die 200 suchen wir was. Hier, das könnte es sein. Boom!
Mann! Also ich, ohne zu rechnen, nur mit Denken, nur mit meinem Gehirn. So, jetzt, was jetzt? 8. Okay. So, das heißt, wir haben 16, 9 und 8. 16, 9, 8. Alter, du bist auf dem Weg, nicht letzter zu sein. Wenn ja. Du dich jetzt bald. Also das ist echt nicht die Tür. Kann mich hier kann mich rein. Nee, das ist kein Scherz. Also da ist okay, nur der TC drin. Okay. Ich brauche also, ich suche ein Schloss. Ja. Finish! Bin fertig. Alter, du bist 8 Sekunden schneller als die Schlotzens. Ja, aber die sind zu dritt. Alleine. Nice! Alter, das ist ja mega das geile Rätsel. Wo bist du? Scheiße, ich bin gefangen. Ich bin unten. Ich komm runter, warte. Ey, das ist mega der geile Escape Room. Und wenn ich in der dritten Klasse in Multiplizieren aufgepasst hätte, hätte ich es, glaube ich, sogar noch schneller geschafft. Ja, mega nice. So, Schlüssel gebe ich dir wieder, ne? Darfst du noch ein Siegerfoto machen vor deinem Countdown? Ja, ja, warte. Also mit Bogen. Die hängen dann draußen an der Wand. Geil, Mann. Richtig geil. Warte, der Schatten. Und lächeln. Tschüss. Geil, Mann. Perfekt. Richtig nice. Also, Respekt. Absolut geiles Rätsel. Scheiße, jetzt ist Nacht. Ja, dann noch. Meinst du, wir können nachts fliegen? Ja, was soll schief gehen? Ja, was soll schief. Oder warte mal, lass mich erst noch mal ganz kurz mein Öl holen zu Hause. Oder wollen wir bei mir zu Hause landen und es einfach so holen? Ja, können wir auch machen. Oh, warte mal, ich schau mir noch mal ganz kurz die Fotos an. Von den Leuten, die gewonnen haben. Also, so. Ich warte hab mal. Die Kamera leider erst gestern gekauft. Achso, was für eine Zeit hatte da ich nochmal? Da waren schon mehr Leute da. Was für eine Zeit hatte ich nochmal? Warte. 11.23. 11.23, okay. Aber achso, ist auch auf dem Foto. Ah, stimmt, ja. Da bin ich, stimmt. Texas Tony, Ank und Senpai haben 8 Minuten gebraucht, okay. Aber die haben wahrscheinlich die Rätsel, konnten die gleichzeitig anfangen, oder? Genau, ja. Also als Alleiner, also das ist richtig gute Leistung für Alleine. Danke. Vor allem auch, dass du alle gelöst hast, so bei manchen muss ich auch Tipps geben und so, aber du bist eigentlich allein drauf gekommen auf alle danke, Prinzipien. Danke. Ja. Deswegen sind wir beide Partner, weil wir beide so schlau sind. Ja. Genau. Okay. Also du meinst, wir können jetzt nachts einfach zu mir fliegen, das Rohöl einpacken und dann zu den Jumpspots fliegen? Ich glaube nämlich nicht. Exakt. Das du meinst, okay. Mein ich. Okay. Fliegst du oder flieg ich? Okay. Warte, ich leg noch kurz meine Wertsachen ab und dann fliegst du. Aha, so viel Vertrauen hast du also. Okay, alles klar. Scheiße. Dalu hat mit Team 10 Minuten gebraucht. What? Meta-Infos übrigens. Ja, Panda war da auch dabei. Ja, dann bin ich ja eine Maschine. Oh Mann, nachts bei Regen fliegen. Okay. Du musst. So, im Notfall. Du musst ein bisschen leuchten. Ich hab noch Scrap für mehr Helikopter, also. Okay.
Oh mein Gott. Ich vertraue dir, Matteo. Ey, man sieht ja gar nichts. Ey, also ich fliege hier gerade komplett auf Gefühl. Also ich weiß, oh mein Gott. Da fliegt ein anderer Heli, what the fuck, hast du gesehen? Ich hoffe, wir haben genug Benzin für den Sonnenaufgang. Ja, da hinten. Also, oh mein Gott. Das ist wie auf Netflix, diese Durch-die-Nacht-Serie. Ja, oh. Also meinst du es realistisch, dass ich dich... Gott. Was denn? Meinst du es... Hochziehen. Ich hab Angst. Ja, alles gut. Oh, da unten ist Licht. Oh mein Gott. Ja, ich seh's. Ist das realistisch? Ob ich dich nachts irgendwo abwerfen kann und du lootest auf so einem Jumpspot, aber ich glaube nicht, oder? Oder doch? Doch. Wir okay. Machen das. Kannst du mich lotsen mit der Karte, wo ich hin muss? Okay, einmal 180 Grad drehen. Okay. Bist du nach rechts? Ja, so ungefähr. Ein bisschen nach links wieder. Ja, so, das ist genau die Richtung. Okay. Da unten ist auch Licht unter uns, ne? Ja, langsam wird so. Ja, das ist jemand, der da rumgeistert. Warte mal, aber da ist doch der Sumpf. Müsste es nicht links von dem Sumpf sein? Ja, ein bisschen nach links wieder. Das ist die... Also ich sehe schon die... Wir sind jetzt fast so 200 Meter entfernt, vertikal. Langsam Landeanflug. Also ich weiß nicht, ist unter uns noch... Außer du willst dein Öl noch holen. Ist unter uns noch Platz? Nee, ich hole das Öl, glaube ich, wenn die Sonne aufgeht. Ja. Wir haben noch ca. 100 Meter. Vorwärts? Noch 100 Meter vorwärts, oder was? Nee, vorwärts doch so 5. Jetzt sind wir fast drüber sogar schon. Okay. Bist du nach links noch? Nach 2, 3 Meter nach links, dann sind wir genau drüber. Ich seh's halt doch nicht unter mir, ne? Ja. Links. Warte. Alter, da sind 3 saftige Kisten da drauf. Oh, dann, okay, du musst den Jump. 4, 5. Okay, 5 Kisten. Okay. Siehst du's? Bist du nach links wieder? Muss man ein bisschen hochziehen, sonst schmieren wir ab. Ah, jetzt, okay, sehe ich ein bisschen auch was. Wenn die Sonne aufgeht. Also ich versuche da jetzt so drüber zu hubbern, ja? Sag mir, wenn ich zu tief bin. Wer schreit denn hier? Okay, tiefer, viel tiefer. Viel tiefer? Ich will nicht sterben hier. Ich will auch nicht sterben, deswegen ist viel tiefer so keine Option, oder? Okay. Jetzt hoch. Ja. Okay. Ja, gut so. Ich spring gleich, Alter. Warte. Spring doch. Stück nach vorne. Lebst du? Ich hab's geschafft. Du lebst. Ja, Mann. Nice. GG. Okay, ich hol dich hier am Rand ab, ja? Ich lande oben, okay? Ja, ich komm runter, geht einfach. Ich bin gelandet. Guten Abend. Guten Abend. War schon ein geiler Flug, oder? Kurzen Augenblicken noch, so 2 Minuten bestimmt noch. Ja, dann komme ich gleich nochmal wieder, danke Ihnen. Alles klar. Du kannst im Flug nach unten schauen, mit Alt oder was? Yo. Sorry. Wo bist du? Ich höre dich. Da bist du ja, nice. Und was war drin? Wir haben es geschafft, Alter, wir sind rich. Schau dir das an. Warte.
Wie viel war das? wie viel war das? Also, ich höre dich nicht, by the way. Wie viel war da drin? Ah. 40 Scraps. Alter, wir haben ausgesorgt. Wenn wir das jeden Tag für 40 Jahre lang machen, dann können wir uns eine kleine Wohnung zu zweit leisten. Er lacht da. Okay. So, 40 Scraps, Leute, ich hab heute schon 8000 gemacht. Hier, gönn dir, geht auf mich. Was war das? Eine Kartoffel. Geil, Mann, danke dir. So, wer hat hier 8000 Scrap verdient? Ist sie nicht Kill on Sight Zone? Oh, eine Taucherbeute. Aber okay. Wir können noch unseren. Ah, ne, hier ist. Wenn wir eine Green Card finden. Können wir runtergehen? Ich habe mein Dings aber nicht dabei. Steck deins schon mal rein. Kann ich ja nicht irgendwie später nachkommen oder so? Ja, ich kann dir aufmachen. Für Treibstoff. Okay, alles klar, geil. Dann fliege ich kurz mit dem Heli nach Hause, hol mein Öl und komm dann wieder her. Alles klar. Das können wir noch einschmelzen. So, lass mal das hier nochmal reinstecken. So, wie viel Sprit haben wir noch? Okay. Schaffe ich Leben zurück? Oh, easy. Ja, ich kann mit Alt nach unten gucken, aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Es läuft gar nicht so bad. Mit dem. Ich hoffe, der wird nicht geklaut.
Fuel rausnehmen. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Ja, wie komme ich hier rein? Kacklack! Kacklack? Scheiße. Kacklack? Ja? Ja, ich komm mal runter. Wo machst du mir dann auf? Ich hab... Da ist eine Türe, da mach ich dann auf. Ja, ich komm hier... Hier die? Wahrscheinlich schon. Aber geht die nicht jetzt auch auf? Klopf mal an. Wer ist da? Zeugen Jehovas. Wir wollten mal mit ihnen über Gott reden. Endlich mal jemand, der über Gott reden will. Ja, Mann. Geht die von selbst zu? Ja. Okay. Solange oben keine Views rum ist, geht die immer von alleine zu. Okay, nice. Oh, ich sehe gerade, deine Füße haben den Aufprall aber nicht unbeschadet überlebt. Warum sagt das jeder? Jeder sagt immer, meine Füße sind kaputt, aber die sehen ganz normal aus. So, okay, ich habe jetzt nochmal knapp 400 Fuel da drauf geballert. Also Crude Oil. Geil, Mann. Ja. Du hast hier schon alles gelootet, oder? Ja, das waren nochmal 250 Scrap. Geil. Weißt du, wo so ein anderer Jumpspot noch ist? Also noch einer auf der Map, der so ähnlich ist wie der hier? Oder gibt's nur den? Also ich glaube, Dome ist noch so ein Jump-Ding. Da war ich aber noch nie. Oh, da könnte ich. Ansonsten können wir gleich noch zu Water Treatment. Da ist zwar kein Jump-Rätsel, aber da ist blaue Karte. Und mega viel Loot. Ja, geil, lass da vorbeigucken auf jeden Fall. Warte, ich bin gleich wieder da, ich muss mal hier in die Ecke schiffen. Komm gleich wieder. Ja. So, ich mute mich mal. Ich geh mal kurz pinkeln, Chat, und dann komm ich wieder da. Dann gehen wir weiter looten. So. Alter, wie geil das hier aussieht, das Studio. Fuck. Mega gemütlich. Bräuchten eigentlich so eine große Spiegelwand, damit wir das immer sehen können, selber beim Streamen. Oh. Ui. Autsch! Gleich wieder da. So, Reh. Okay, wir sind sehr gespannt, wie lange wir diesen Heli noch behalten werden. Oh.
Wer morgen Klausur schreibt, geht sofort ins Bett. So. Wir werden noch ein paar Landeanflüge machen. Und gucken, ob wir noch was farmen können. Also Stream geht vielleicht ein bisschen länger. Ein bisschen. Der Heli steht jetzt halt unbeaufsichtigt oben, ne? Ich weiß nicht, ob ich den einfach stehen lassen soll. Oder vielleicht sollte ich vielleicht schon mal rausgehen, mich daneben stellen zumindest. Und du kommst dann mit dem Sprit nach. Was hast du da für ein Kabel in der Hand? Okay. Sollen wir das ganze Skript hier noch... Sollen wir das ganze Skript hier aufbrauchen? Sprit, Öl... Ja, solange, keine Ahnung, wenn du genug Holz dabei hast. Ich meine, es wäre schon geil, oder? Aber es ist echt viel. Wir könnten darauf spekulieren, ja, dass hier keiner... Bestimmt. Ja, wir könnten das rausnehmen, was wir hier haben, und darauf spekulieren, dass hier keiner reinkommt und dann vielleicht gleich nochmal vorbeigucken nach unserem nächsten Flug. Aber es ist halt auch gefährlich, ne? Ja, lass das mal machen. Okay, alles klar. Nee, lass erstmal das rausnehmen, was ja, da drin ist. Okay, wir haben jetzt 1200 Benzin für den Heli. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich habe das rausgenommen aus dem. So, wie kommen wir hier raus, da wo wir reingekommen sind? Genau. Ich glaube, wir gucken zu viel. Oh, oh. Oh, no. Oh, oh. Hallo. Hallo, hallo, wer ist hier? Ist hier jemand? Ihr kommt definitiv zu spät. Oben steht kein Helikopter. Steht kein Heli. Oben steht kein Helikopter, oben war auch okay, lass mal rausnehmen. Ja. Okay. Oh, mein Holz noch, warte. Okay, aber gut, dass wir das noch gehört haben. Das wäre sonst RIP gewesen, ey. Ja, ich glaube, das reicht doch für 5 Wochen Helikopter fliegen. Ja, so ein bisschen. Oh, no. Bisschen reich auf jeden Fall. Striker! Hey! Ich bin da! Guten Tag! Na? Pack mal rein, ne? Was drin. So, hier auf der anderen Seite war der. Okay. Jo, steht sogar noch geil. Okay. Der verfolgt uns. Was? Keine Angst, ich möchte nichts von ihnen. So, okay, dann jetzt Water Treatment oder was? Nein, Quatsch. Hi. Spaß. Und, okay. Die wollen da bestimmt auch hin, lass schnell. Ja, wir haben Helikopter, die werden niemals vor uns da sein. Wir haben Auto, scheiße, wir sind im Arsch. Geh ich schon mal unten rein. Oh! Oh! Wow! Gut, wow. Easy! Das war fucking knapp. Das war Vertikalstart. Ja. Ne, Senkrechtstart aber das. Okay, so, ich flieg mal direkt rüber. Das ist ganz easy, da braucht man einfach nur eine blaue Karte und man wird reich, habe ich festgestellt. Und du hast eine blaue Karte dabei, oder was? Ja. Geil. Ich würde gerne, also meine Zeit auf der Insel ist bald vorbei, aber ich würde davor noch gerne einmal Military Tunnels machen. Wärst du da dabei? Ich stelle auch alle Waffen und Equipment. Ja, wäre geil, wäre ich so auf jeden Fall dabei. Ich kann dir auch meine ganzen gefarbten Materialien geben im Tausch gegen Waffen und so Equipment. Aber wann willst du das machen? Warte mal, gibt's hier Flugabwehr? Gibt's hier Flugabwehr? Weißt du das? Keine Ahnung. Scheiße. Das ist Flugabwehr. Ja, ich wurde schon mal aus dem Himmel rausgeschossen, weil ich über so ein Gebiet geflogen bin, da war da Flugabwehrraketen. Hab ich noch nie gehört, aber. Okay. Sonst lass uns hier landen, das ist nicht mehr weit. Ja, ich will nur. Warte mal. Wir können auch hier drauf landen. Wenn es jetzt noch nicht geschossen hat, dann schießt es auch nicht mehr, glaube ich. Lande da vorne. Okay. Ist es das hier, Water Treatment? Ja, ne? Ja, das ist das, ja. Okay.
Dann... Ich versuch mal... irgendwo zu landen, wo es sicherer ist. Nicht, dass wir irgendwo... warte mal, ich muss gerade mal gucken. Alter, vier Kisten da. Da sind so viele Kisten. Ich lande hier am Rand auf dem Hügel, okay? Wow. Naja, bleib cool, bleib cool. Alles cool. Ah, das ist cool. Ich bin Profi. Ja, Ey, du fliegst ja weiter! Oh. Oh. Ja, ich bin... Ach, du bist ausgestiegen? Ja, ich bin ein bisschen früher raus. Hast du einen Hammer vielleicht dabei oder so zum Reparieren? Kann ich machen, ja. Gut. Ich mach mal Sprit raus. Ah, hast du schon gemacht? Geil. Hab schon. Okay, also die erste krasse Location ist da oben, aber da ist mega radioaktiv, deshalb... Aber ich hab einen Anzug dabei. Oh, das ist sogar ein Jump-Rätsel. Stimmt. Soll ich dich mal da drauf ablassen? Lass das nachher machen, lass erstmal blaue okay, Karte okay, machen. Okay, bevor die anderen kommen. Ich höre einen Heli. Warst du hier schon mal? Nee, ich war hier noch nie. Okay, krass. Oha, geil. Ah, ist ungelootet. Oha, geil. Oha, geil. Hier ist auch so, diese Random Tech Parts habe ich gefunden. Kann ich auch gleich geben. Ich kann dir eigentlich danach alles geben, ich brauch davon nichts. Also du kannst du kannst es besser gebrauchen als ich. Ich brauche auch nichts mehr, ich bin bald weg. Okay. Ich meine, ich werf glaube ich mein ganzes Hab und Gut noch in der Kiste und mache irgendwie so, der Erste bekommt alles oder so. Aber sag mir Bescheid, wann du es machst, weil dann bin ich vielleicht der Erste. Hier kommt die Fuse rein, dann draufdrücken und jetzt rennen. Mhm. Was ist das für ein Heli? Ist das irgendwie ein Tech-Helikopter oder so? Ja! Oh! Geht der Kopf! Warum geht's dir nicht? Geht's dir nicht auf? Geht's dir nicht auf? Nee, wir können nicht. Ah! Oh fuck. Warum kommt jetzt der Tech-Heli zu uns? What the fuck? Oha, eine Pistole, what the fuck? Geil. Ja, klack. Okay, klack. Ist im Untergrund. Hallo. Ah, da bist du. Warte mal, bist du hier gestorben? Okay. Wie kamst du so schnell wieder her? Hast du hier einen Schlafsack in der Nähe? Ja, ich habe überall Schlafsäcke auf der Insel. Okay, das ist ziemlich smart. Krass. Ja, aber musst du jetzt nochmal... Jetzt ist ja zu, jetzt geht's nicht weiter, oder? Genau, müssen wir nochmal machen. Das war ein bisschen ärgerlich. Shit. Okay. Ja, wir können weiterfliegen zur nächsten Location. Ja, wir machen jetzt die nächste Fuse rein und wir waren dann nochmal. Wir haben ja noch nicht mal angefangen quasi. Okay. Wir haben jetzt nur eine Fuse verloren. Mhm. Ja, ich bin. Man kann nicht von außen einfach hoch. Ich kann ja von außen einfach hoch, oder? Ich kann man nicht allein lassen. Nee. Nee, eben nicht. Aber ist egal. Ich mach schon. Ich bin, Mach da einfach draußen. Ich mach Trickjumps. Ich komm hoch. Yo. Okay, let's go.
Einfach ein bisschen laufen. In oder? Oh fuck, ich bin innen lang gelaufen. Ja. Das ist wirklich das unkomplizierteste, in Anführungszeichen, Rätsel, was es gibt, glaube ich. Okay. So, und hier jetzt die blaue Karte und dann sind wir drin. Ja, nice. Oh krass, und das sind die ganzen Kisten. Zieh mal deinen Anzug an. Kann, ja, kann sein, dass die Radioaktivität gleich ist wieder. Mhm. Fuck, mein Inventar ist voll. Was ist denn das hier? Okay. Und hier ist auch wieder eine weitere Fuse, die kann ich dir auch gleich geben. Ah, perfekt. Die geben auch ziemlich viel Scrap, wenn man die recycelt. Mhm. Ist eine rote Keycard wertvoll? Ja, die braucht man zum Beispiel für Military Tunnels. Dann gebe ich dir die also, mal. Ich glaube, du brauchst das. Oh fuck, hier ist radioaktiv. Heli kommt wieder. Kann der uns hier drin sehen? Hoffe nicht. Aber ich riskiere es mal nicht, glaube ich. Ah, ne, das ist ein anderer Heli, der droppt hier gleich eine Crate und dann wird es hier PvP geben. Oh, aber wenn vielleicht, wenn wir direkt die Ersten sind, ist PvP-Gebiet hier? Also wenn die Kiste droppt, dann kann man die hacken. Ja, dann ja, genau. Ist 15 Minuten Countdown und dann, die Zeit müssen wir irgendwie warten. Dann lass die, pass auf, wir machen es so, oh hier ist, oh, ich sterbe, Radioaktivität. Lass das so machen, wir hacken die Kiste und verpissen uns und kommen nach 15 Minuten erst wieder, fliegen im Heli so dran, wenn da keiner dran ist, looten wir. Okay, dann, ja, ich mach auf und raus. Jo. Aber der hat nicht hier gedroppt, oder doch? Der hat nicht hier gedroppt. Ah, okay. Ja, dann ist er hier. Okay. Ja, warte, wollen wir noch das Jump-Rätsel vorne machen? Mit Heli. Ich muss gerade ein bisschen was essen und trinken, damit die Radioaktivität weggeht. Jo, lass mal den Heli holen. Wo war der denn jetzt? Ich glaube, da hinten, in der Richtung. Hier ist auch ein Scrapper. Scheiße, darf ich gar nicht wissen. Ey, ist hier auch ein Scrapper? Also ein Recycler? Ja, ja, da hinten in dem Haus. Ah, geil. Ja, dann kann ich ja ein paar Sachen scrappen. Ja, gut, dass du dran gedacht hast. Ja, Mann. Ich hätte es vergessen. Oder ich nachgefragt habe, einfach so. So random kam dir plötzlich in den Sinn. Naja, das war ein Geistesblitz. Hab ich öfter, gerne mal. So. By the way, eventuell hätte ich noch eine Verwendung für den Helikopter. Ja, was denn? Und zwar, der Grund, warum ich den fliegen wollte, war, neben meinem Escape Room ist so ein Berg und da kommt man nicht drauf. Bonny, also du kannst der beste Jumper der Welt sein, da kommst du nicht drauf. Mhm. Und ich wollte oben eine Schatzkiste drauflegen. Mhm. Aber ich habe es allein nicht geschafft. Achso, ich kann dich da abwerfen, wenn du willst. Aber wie kommst du dann das runter? Ja, ja, können wir machen, auf jeden Fall. Ja, das. Also, ich habe ja direkt daneben Bett und so. Das wird kein Problem sein. Wasser für mich?
Ja. Guck mal hier. Wenn du mehr brauchst, sag Bescheid. Ich hab noch 350 Milliliter da. Okay, ich scrap mal die Pistole, weil die werde ich, glaube ich, nicht gebrauchen. Okay, nice. Ja, wir können von mir aus weiter. Ich hab... Na, warte, ich hab auch noch Stuff. War auch noch ein bisschen. Achso, okay. Ah, ich hab hier noch einen Splitter. Ich kann noch drei reinwerfen. Dieses Grab hast du gemacht jetzt? Ich habe insgesamt 468 dabei, aber ich hatte noch den von zu Hause mitgenommen. Also ich glaube so 200 oder so. 200 plus. Okay. Ja, ich bin komplett ohne los und ich habe jetzt 360. Ja, nice. Okay, ist schon krass für Natur. So, oh, shit. Easy. Wo bist du? Unter dir, ich bin schon draußen. Das ist ja wieder der Attack-Heli, oder? Ja, vom Sound her. Oder? Ich glaube, ja. Ja, ich glaube schon. Ich mach mal Waffen raus und so. Ja, ich zieh mich auch mal aus. Was zählt denn als Waffe? Darf man eine Pickaxe haben? Da bin ich, also keine Ahnung, leider. Inventar ist... Ja, wird schon passen, glaube ich. Ja, wenn ich sterbe, ich habe keinen Schlafsack in der Nähe. Das wäre auf jeden Fall eine wilde Nummer. Da kommt er. Versteck dich! Okay, er schießt nicht. Okay, alles gut. Ja, mich auch. Heli war, glaube ich, da hinten. Wo willst du jetzt noch hin? Ja. Ah, der zum Heli, oder? Ja. Dieses eine Jump-Rätsel da rechts von dir, das will ich noch machen. Ah, genau, okay, da kann ich dich drauf abwerfen. Schießt, würde der Heli auf uns schießen, wenn wir in einem Heli sind und fliegen? Also auch wenn wir nackt sind? Ich glaube nicht. Aber... Ich habe keine Ahnung. Also ich habe solche Situationen noch nie durchgespielt. Ja, ja, bei mir genauso. So, warte mal, ich habe hier einen Hammer. Kann ich den reparieren? Muss man einfach draufhauen, oder was? Ja. Hier geht nicht mehr. Das klang gut. Ja, die ersten zwei klangen gut, aber ich habe jetzt, glaube ich, keine... Doch, ich habe noch Metallsplitter. Man braucht Metallsplitter dafür, glaube ich, oder? Hier, warte ganz... Der ist fast voll. Der hat 600... Okay, geil. Ja, dann let's go. Also, ich versuche, sie auf dem Ding abzuwerfen. Das Problem ist, wenn wir jetzt starten... Hast du Sprit reingemacht? Problem ist, wenn wir starten, wir so ein bisschen schräg stehen. Da will er immer direkt abhauen, das Teil. Also der Start könnte jetzt ein bisschen holprig werden. Ich glaube, du musst so runter. Ich kann das Ding nicht öffnen irgendwie. Oh, okay. Du machst das schon. So. Ja, der Turm direkt vor uns quasi. Mhm. Okay, saftige Kisten. Wenn ich Alt drücke, dann kann ich nicht steuern, merke ich gerade. Shit. Okay. Da kommt übrigens der Bananachopper, also der was abwirft, ne? Also ich steuere jetzt so leicht drauf zu, du musst gleich abspringen. Ja, ja, ich krieg das hin. Gut, gut, gut. Bisschen tiefer noch.
Das Geräusch immer. Mein Bein. Du könntest fast sogar aufspringen, ne? Aber lass mal lieber nicht machen. Doch, lass nee, mal nee, nee, nee. So ein bisschen nee, nee. Vorzulassen. Okay. Oder andere Heli landet hier! Ja. Warte. Nee, das will ich nicht. Ist mir zu wild. Ist mir zu wild, glaube ich. Leo, wir machen das jetzt. Okay. Aber hier sind gerade neue Kisten gespawnt irgendwie. Echt jetzt? Okay. Ja, das ist wieder Scrap drin und anders. Der rammt mich, der scheiß Heli. Okay, ich bin ready. Kann was passieren, wenn ich in die Rotoren komme? Nee. Kannst du jumpen schon? Ich will nicht tiefer. Yo, Baby! Bin drauf! Was geht ab? Alter, Mission Impossible! Wir sind ja extrem krass drauf. Also, wir sind nicht mehr aufzuhalten inzwischen. So, okay, wo als nächstes hin? Junge, das ist... wir können auch The Dome machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der nicht schon im PvP-Gebiet ist. Oder wir gehen erstmal den Scrap nach Hause bringen. Stimmt, ist vielleicht besser. Erstmal das, was wir haben, sichern. Warte, ich muss kurz die Karte immer checken. Die hackbare Crate ist jetzt auch unten. Oh ja, ich werf's mal kurz ab und dann startet mal den Hack. Dann können wir auf dem Rückflug die einfach holen, glaube ich. Warte mal. Okay, dann probieren wir's. Aber wenn ich jetzt sterbe, dann... Ja, aber da wird niemand sein. Warte mal. Warte mal, wo ist die hackbare Crate? Ich sehe die nicht auf der Map. Ah doch, hier direkt neben uns. Genau in der Mitte, ja, da wo wir vorhin waren. Ich. Ja, in der Straße da. So, warte. Was? Ich hab Angst, Alter. Du bist voll schreck. Ja, das ist geplant. So, warte mal. Ich lande mal da vorne. Oh nee, das ist. Da ist die Crate, oder? Nee. Ich lande mal hier, okay? Genau, da. Ja, du musst nicht mal landen, du kannst mich einfach abschießen. Ja, du springst einfach ab. Ja. Und die Kisten hier auf den kleinen Dingern, die sind meistens wertlos. Okay. Die lohnt sich fast gar nicht. Okay. Ist noch ein bisschen hoch, ein bisschen tiefer noch. Okay, ich springe in 3. Warte. Ja, noch ein bisschen tiefer. Ja, geht schon. 3, 2, 1. Brech dir nicht die Beine! Ich bin noch raus. Fuck. Alles gut. Startet. Bist du drin? Nee. Okay, jetzt geht's weiter. Jo, go. Let's go. Alter, das ist so eingespielt. Nee, es geht voll ab. Einfach. Ja, Mann. So, jetzt muss ich aber... Film hier. Ja. Jetzt muss ich aber gucken, wo wir als nächstes hin düsen. Muss kurz einen Marker setzen. Also nach Hause erstmal, ne? Ja, lass das erstmal kurz nach Hause. Ja, okay. Ja. Den Timer, den sehen wir nur, wenn man drauf guckt. Ne? Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Dass wir dann nochmal in einer Viertelstunde vorbeischauen. Ja. Circa 40. Ja. Noch so einen Jump überlebe ich nicht. Also diesmal muss ich mit landen. Okay. Neues andere Jump-Rätsel.
Sind wir schon da? Nee. Ich glaube, das ist dein Haus, doch. Dieser kleine Block da? Der ist hier vorne. Ich fliege dich mal zu dir. Und. Oder soll ich hier zwischendrin landen und du läufst zu dir und also, ich lauf zu mir? Nee, flieg mich zu mir. Ich will auf den Piratenturm aussteigen. Okay. Oh fuck, der Server fährt bald. Die Welt. What? Geht bald. Bei der Nacht. Oh fuck. Hier oben willst du hin? Ja. Ich hab okay. So einen Turm, ich hab so einen Landeturm, da springe ich immer raus bei meinen Piratenaktionen. Warte, der landet, du willst auf den ganz hohen Turm. Ey, bist du wahnsinnig? Okay, du bist RIP. Du bist sowas von RIP. Matteo, ganz oder gar nicht. Ja, okay, du hast recht. Wenn wir hier schon so epische Action-Sachen machen, stimmt. Dann. Ja, du hast recht. Ich sehe das Ding nicht, Mann. Ich sehe gerade noch 5 Meter circa, du bist hoch genug. Ja. Ey, du musst. Na, du bist in Tiefe wieder. Das ist so gefährlich! Rechts. Na, meine dritte. Nee, Rechte, das wird nichts. Oder? Oh, jetzt. Oh nein! Oh! Nein, Mann, dieser Turm ist so gefährlich, wir rippen unseren Heli! Wir rippen unseren Heli, ich sag's dir. Matteo, okay. Ich vertraue mich selbst. Ich sehe das Ding halt nicht, ne? Weil du vor mir bist. Ja, bisschen links. Nein, zu weit. Ich sehe es halt nicht. Wow. Alles cool. Was zum Fick? Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, was ist hier los? Weitergehen, bitte, weitergehen. Das ist. Wir drehen. Was gibt's hier? Wer packelt zu unseren wir drehen Adler? Hier bist du noch ganz dick, nein, wir drehen was? Hier einen Actionfilm. Wir drehen hier einen Actionfilm. Das war die Schlussszene. Alles gut. Haben Sie uns gefragt nach Erlaubnis? Hier auf unserem Land eine Action-Szene zu drehen. Ich würde sagen, jetzt sind 200 Scrap fällig. Aber ganz schnell. Moment mal, ist es überhaupt hoppla, Ihr Land? Hopp. Ansonsten drehen wir eine Action-Szene. Also, Sie können mich hier nicht erpressen. Scrap war im Helikopter. Oh nein! Ach Mist. Ah, der ist alles verbrannt. Shit. Ja, scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist schade. Da müssten wir vielleicht bei der hiesigen das Polizei. Mit einer Anzahlung. Dieser Helikopter ist ja schön. Der gefällt mir. Ja, den können Sie haben. Den können Sie haben. Herr Schlotzen. Der sieht sehr schön aus, dieser Helikopter. Der gefällt mir. Herr Schlotzen. Ja? Das ist mein Helikopter. Haben Sie was dazu sagen, unser Gebiet? Haben Sie mit diesen Action-Szenen hier was? Nee. Hallo. Wow. Ab zurück. What the fuck? Das hier ist, also so wie ich das sehe, wohnt Herr Kecklack hier. Sie sind auf Privatgebiet von Herrn Kecklack. Da gibt's viel, dann würde ich sagen, wir schenken mir Helikopter und Kecklack. Warum wurden wir denn jetzt beschossen? Sie haben mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe, ne, Herr Schlotzen? Ich fühle mich ein bisschen bedroht hier. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen bedroht. Ist die Polizei vielleicht da? Lass mal, keine Sorge. Ja. Da vorne ist Kommissar Gippi. Ja, lass mal zu Kommissar Gippi gehen. Wie kommen Sie darauf? Na, wissen Sie, der Zaun ist ja nicht nur. 2 Jahre, das sind 4 Jahre. Herr Kommissar Gippi, wir wurden gerade mit einer Schrotflinte bedroht. Und es wurde sogar geschossen auf uns. Ja, habe ich. Ah, das habe ich gesehen. Das waren Warnschüsse. Ja. Warnschüsse. Sehr schmerzhaft. Ich weiß doch nie, dass das Warnschüsse waren. Wurden Sie getroffen, Herr Kecklack? Ich bin am Verbluten hier gerade. Also ein Warnschuss sieht bei mir anders aus. Also wir befinden uns ja auf dem Privatgelände von Herrn Kecklack und er wurde auf seinem Gelände angeschossen. Von den Schlotzens. Bitte? Also ich werde morgen mal die Bauaufsicht vorbeischicken. Wenn Sie mich fragen, Herr Recher, dann. Ich würde es Ihnen am liebsten gerne aufmalen. Ich habe so eine tolle Metapher in meinem Kopf.
Aber normalerweise ihr Grundstück umzäunt. Das heißt, ihr Grundstück befindet sich hinter dem Zaun, nee, nicht vor dem Zaun. Das ist unser innerer Ruhekreis. Und dann gibt es noch den mittelschweren Außenkreis. Und dann gibt es noch den ultimativen, krassen, mega krassen, ja, ich möchte sagen, ultimativen und fast mega krassen Außenbereich. Nicht wahr? Und na, dieser Außenbereich. Junge Männer, bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Also, das heißt, die Insel gehört eigentlich Ihnen. Ich muss aber leider los. Wir müssen uns einen neuen Helikopter kaufen. Der alte ist ja kaputt gegangen. Schönen Abend noch. Ich muss noch Staubsaugen und zugleich jetzt hier Feierabend. Danke, dann machen Sie. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Scheiße, was geht denn los? Wie verbleiben wir? Ich habe keine Ahnung. Ich ziehe bald um, glaube ich. Okay, wir haben circa 600 Scrap gemacht und einen Helikopter für 750 verloren. Ja, ich glaube, wir sind so plus minus null. Aber weißt du, was wir gewonnen haben? Ein richtig geiles Abenteuer zu zweit. Und ich denke, das sollten wir im Buch uns vermerken. Ja, Mann. Ja, ja gut, alles klar. Ja, dann, ich würde jetzt auch pennen gehen. Dann können wir uns ja die Tage vielleicht nochmal treffen. Wie lange bist du noch auf der Insel? Das ist die Frage. Also ich ziehe tatsächlich um, aber out of character in real life. Ach so, ich weiß aber den Übergabetermin noch nicht. Ach so. Und da habe ich dann kein Internet mehr für den Rest des Monats, also wird nice. Ach so. Okay. Wird nächste Woche irgendwann passieren. Ja, dann schreibe ich dir nochmal eine SMS und dann gucken wir mal, okay? Alles klar. Alles klar, war aber nice. Ey, mach's gut, schlaf gut, ciao. Jo, same. Ciao. So, ja, also die Schlotzen sind ja ganz wilde, sind ja ganz, ganz wilde Kumpanen. Aber ey, das war voll geil, das hat voll Bock gemacht, im Helikopter rumzufliegen und so Sachen zu looten. SMS gibt's noch ja bei uns. Wer jetzt zu Water Treatment geht, wird sich freuen, stimmt. Weil, aber die, es wird sowieso gelootet werden wahrscheinlich. Ich überlege, ob wir uns vielleicht als nächstes, warte mal, wo wohne ich überhaupt? Straße runter. Ob ich vielleicht als nächstes mir einen Transportheli hole, weil da können wir diese Sachen mit so abspringen und sowas geiler machen, aber der ist ein bisschen langsamer und ein bisschen träger. Ihr wart ein cooles Team, ja, fand ich auch. Matteo, lass mal bitte nach Corona auf dem Kiez einen trinken gehen, das wäre sicher witzig. Also, wenn Corona irgendwann mal wirklich komplett vorbei ist oder so, dann machen wir ganz sicher auch mal wieder ein Community-Treffen. Oder spätestens von einem bei den Rocket Beans bin ich wieder dabei. Aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, ich glaube, das wird noch ein Jahr dauern, bis Corona wieder so locker oder so im Griff ist, dass man sich einfach so auf dem Kiez treffen kann. Also ich sehe das irgendwie nicht, dass das in nächster Zeit passiert. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich bei Bonjour reinschaue und tatsächlich mal Matteo live erwische. Echt? Wann schaltest du denn immer ein? Wann hast du sonst immer eingeschaltet? Nachts um 5 oder? So, okay. Wir sind aber fertig. Ich werde jetzt mal mein ganzes Zeug hier aus der Kiste rausbrettern. Kann man das hier reintun? Nein. Das hier aber. Das hier auch. Man kann man nicht irgendwie H drücken, dann geht das so super schnell. Ja. So, was können wir hier reintun? Wie lange hält denn das noch? 9 Tage, okay, easy. Machen wir das hier rein. 400, das können wir brennen lassen. Und stecken das hier in den Brennofen rein. Kann man Matteo auch anders als live erwischen? Nee, mich gibt's eigentlich nur live hier, oder? Soweit ich das weiß. Mach 3 Stacks. Stimmt, sehr gute Idee. Okay, dann packen wir mal alles weg. Ich müsste eigentlich nochmal eine Kiste bauen, damit ich noch mehr Sachen einlagern kann. Ja, ich baue mir nochmal eine Kiste. So, dafür brauchen wir Holz und wir brauchen Metallsplitter. Wir brauchen das hier und wir bauen eine Kiste. Matteo CGI, ja. Du hast doch ein Regal. Zum Stapeln, meint ihr?
Dann das hier mal wegtun. Und dann bauen wir mal die Kiste. Achso, das meinst du mit dem Regal. Dass wir die stapeln können, die Sachen. Wo habe ich denn das hingetan, das Regal? Das hatte ich mir extra aufgehoben. War das hier drin? Ja, geil. Okay, wie setzt man das jetzt? Gar nicht. Der Raum ist viel zu klein für sowas. Fuck. Brauche ich denn das jetzt hin? Quer so über den ganzen Boden, ja. Bitte ist zu klein. Also hier könnte ich es hinsetzen. Und dann komme ich halt schwer an die hintere Kiste ran. Aber wäre die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe. Chat, ist morgen Abend Rainbow Six Showmatch oder bringe ich da was durcheinander? Boah, das ist stark. Das ist morgen Abend. So, dann setzen wir mal hier die Kiste rein. Kann ich die drehen? Ja, so. Das ist schon ein bisschen eng dann hier drin, ne? Aber ich finde, es geht auch noch klar, oder? Dann kommt dann die Kiste noch gut ran. Dann kommt dann diese Kisten hier gut ran, dann können wir 4 Stück hier stapeln. Haben wir genug Platz. Kannst 4 große Kisten reinsetzen, genau. Ja, dann lassen wir das so. Dann machen wir hier alles raus. Machen das hier aus. Den lassen wir weiter brennen und wir legen unseren Anzug noch hier rein. Nice. Hab voll vergessen, dass heute Valentinstag war. Ging vielen vielleicht so. Okay, gut, dann lass mal hier rausgehen. Ich mach mal die Cam hier. Los. Guck mal, könnt ihr euch nochmal das ganze Studio reinziehen, Chat? Schaut's euch an, das neue Studio. Ist das nicht schön geworden?